Viele wiedergeborene Christen sind leider der Meinung, dass sie die Errettung, das Heil Gottes wieder verlieren können. Und das ist aufgrund eines fatalen Verständnisfehlers, den sie machen. Denn sie beziehen Bibelpassagen, Bibeltexte auf wiedergeborene Christen, die aber gar nicht an wiedergeborene Christen adressiert sind. Also kann ein wiedergeborener Christ verloren gehen? Und welchen Verständnisfehler machen denn diese Gläubige? Und warum kommen eigentlich religiöse Menschen auch in die ewige Verdammnis? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In der Bibel wird deutlich, dass Gott die Menschen in zwei Gruppen unterteilt. Auf der einen Seite gibt es die gerettete Menschen, auf der anderen Seite die verlorene Menschen. Gerettete Menschen sind Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, die den Herrn Jesus Christus angenommen haben im Glauben als ihren persönlichen Retter. Sie hatten eine geistliche Neugeburt, sie haben die Vergebung der Schuld, die Vergebung der Sünden. Sie sind Kinder Gottes gerettet. Auf der anderen Seite gibt es verlorene Menschen. Verlorene Menschen haben kein neues Leben von Gott. Sie sind nicht gerettet, sie haben nicht das ewige Leben, sie hatten keine geistliche Neugeburt, sie haben sich nie bekehrt. Sie sind verloren. Aber diese verlorenen Menschen werden unterteilt in zwei Untergruppen und das ist jetzt entscheidend. Auf der einen Seite nenne ich sie mal die Gott ignorierende Menschen. Sie ignorieren den lebendigen Gott total, sie ignorieren Christus völlig, sie haben keinerlei Bekenntnis zu ihm, sie verspotten ihn vielleicht sogar, verleugnen ihn und vieles mehr. Sie ignorieren also den lebendigen Gott völlig, auch insofern, dass sie vielleicht einer anderen Religion angehören oder sie sind Atheisten. Aber nun gibt es eine zweite Gruppe verlorener Menschen, das ist jetzt entscheidend. Und ich nenne sie mal nominelle Christen, Namenschristen, Scheinchristen. Das sind Menschen, die haben eine Art christliches Bekenntnis, eine äußere Form, eine äußere christliche Form, einen christlichen Anstrich, vielleicht durch die Taufe, aber sie haben sich trotzdem nie bekehrt, sie sind trotzdem verloren und nicht gerettet. Sie nennen sich Christen, sie haben eine äußere Form der Gottseligkeit, aber dennoch verleugnen sie die rettende Kraft Gottes. In allerletzter Konsequenz sind sie nicht wiedergeboren und in allerletzter Konsequenz glauben sie nicht an den Herrn Jesus Christus, obwohl sie ein christliches Bekenntnis haben. Scheinchristen, Namenschristen. Und das ist entscheidend. Denn exakt an diese Gruppe der Verlorenen werden viele Warn- und Gerichtsworte gerichtet. Viele Bibelpassagen und Verse werden an diese Menschen gerichtet. Warum? Zur Warnung und zur Entlarvung. Gott will diese Menschen entlarven und auch warnen. Es gibt nun eine Reihe biblischer Beispiele von diesen Menschen. Wir finden Zeitgenossen Christi, zum Beispiel die Pharisäer, der reiche junge Mann, war religiös, aber nie bekehrt. Wir finden einige Gleichnisse, einige Parabeln, die exakt um diese nominellen Christen handelt. Wir finden zum Beispiel das Gleichnis von den 10 Jungfrauen oder von der Hochzeitsfeier. Wir finden die Parabel von dem großen Haus, in dem alle drin sind, auch die nur ein christliches Bekenntnis haben, aber auch die wahren Wiedergeborenen drin sind. Wir finden die Parabel oder das Gleichnis von dem Senfkorn, das dann groß wird und in diesem Baum nisten dann viele Vögel. Also wir finden aber auch direkte Warntexte in den Briefen. Im Timotheusbrief ist die Rede von diesen Leuten. Aber auch im Hebräerbrief geht es exakt um diese nominellen Gläubigen, um diese nominellen Christen. Was ist denn deren Kennzeichen? Sie sprechen vom Herrn. Sie sagen Herr, Herr. Sie tun sogar christliche Werke in gewisser Weise. Sie tun Dinge im Namen Jesu Christi. Sie halten sich in Gemeinden auf. Sie sind sogar erleuchtet, erweckt. Das heißt, sie haben erkannt, dass Christus der Retter ist, aber sie haben sich trotzdem nie bekehrt. Sie sind also erleuchtet. Sie haben auch eine gewisse Erkenntnis. Sie kennen sich auch aus im Wort Gottes oder lesen sogar die Bibel. Sie gehen in Kirchen. Sie nehmen dort auch kirchliche Rollen, Funktionen ein und vieles mehr.
Sie haben sogar eine christliche Erwartung, Hoffnung. Sie warten in gewisser Weise auf irgendwas, auf Christus vielleicht sogar. Also sie haben eine Art christliches Leben getauft, ab und zu die Kirche gehend, in den Gemeinden und vieles mehr. Und trotzdem hatten sie sich nie bekehrt. Sie sind nicht wiedergeborene Christen. Was ist das Ende dieser nominellen Gläubigen? Das Ende ist die ewige Verlorenheit, die Verdammnis. Der Herr Jesus Christus sagt, Herr, Herr, ihr habt mich Herr, Herr genannt und trotzdem kenne ich euch nicht. Ich habe euch nie gekannt. Er wird sie von sich stoßen in die ewige Verdammnis. Entscheidend ist auch, dass es einen unterschiedlichen Wirkungsbereich gibt dieser nominellen Gläubigen. Es gibt Gläubige, die sind, es gibt Namenschristen, sie sind sehr aktiv, sie lehren sogar, dann sind sie sogar Irrlehrer mit einem christlichen Anstrich. Und es gibt welche, die sind passiv, das sind nur Mitläufer in den Gemeinden, in den Kirchen oder auch nur so im Bereich des christlichen Bekenntnisses. Und das ist also entscheidend. Wir müssen die Personengruppen, die in der Bibel vorgestellt werden, kristallklar voneinander unterscheiden und auch die Bibelpassagen, die an die einzelnen Personen gerichtet werden, voneinander klar unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite wiedergeborene Christen, Gerettete, die zwar noch sündigen können, das hat aber keinen Einfluss auf ihre Errettung, dies ist unverlierbar, das hat Einfluss auf ihre Belohnung. Und auf der anderen Seite gibt es verlorene Menschen, da gibt es die klar Gott ignorierende Menschen, die Gott verleugnen, Atheisten oder einer anderen Weltreligion angehören, sie haben mit dem lebendigen Gott nichts zu tun, aber da von den verlorenen Menschen gibt es diese nominellen Gläubigen, die nominellen Christen, die Namenschristen, die Scheinchristen, die ein christliches Bekenntnis haben, eine Art christlichen Anstrich haben, aber trotzdem verloren gehen. Und du musst berücksichtigen als wiedergeborener Christ, wenn du die Bibel liest, an welche dieser Gruppe wird ein Bibeltext adressiert, um hier keine falsche Lehre abzuleiten. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.